So. Ich muss sagen. Hier haben wir einen Sklaven. Zack und tot. Ich war doch ein Habdank, oder? So, hier haben wir noch ein Grab, den haben wir noch einen Sklaven. Warum entweiht ihr die Toten? Aber ich sehe keinen Sklaven. Machen wir den nochmal weg zum Toten. Es geht gar nichts an, warum wir die entweihen, du Penis. Ja, du Penis. Komm, den auch gleich nochmal. IP gesammelt. Das ist klar, das weiß ich zu schätzen. Bitte. Bitte, danke, Taco Taco. Und dahin haben wir auch noch einen Sklaven. Sehr gut. Ist doch sehr schön. Und. Das weiß ich zu schätzen. Ja, bitte, mein Freund. Und hier noch ein Grabhügel. Oh, hier noch ein paar Waffenschild. Fürchtet den Zaun der Unlebenden. Schild, bitte, ne? Ein Saul, wahrscheinlich Schrott. Schild ist auch Schrott. Also hau ich sie weg, das ist nur Platzverschwendung. Trinkschale. Sag mal, da drinne. Natürliches Wasser, da können wir uns einen kleinen Trink nachher brauchen. So, jetzt quatschen wir noch mit der Alten hinten auf dem Weg. Aha, jetzt sind alle friedlich raus. Was denn jetzt hier, wenn ich... Ach, da ist er doch. Da steht sie doch. Xuta. Meine Nase vernimmt starken Schwefelgeruch. Selbst als Geist riecht dieser Ort nach Asche und Tod. Habt ihr getan, worum ich euch gebeten habe? Ja, sie können jetzt weiterziehen. Ihr seid sehr freundlich. Ungewöhnlich freundlich für einen Ort wie die Aschlande. Ich stehe hier, rieche die gute Luft und wisst ihr, was ich gelernt habe? Was habt ihr erfahren? Die Saxleel, die ihr gerettet habt. Die Agonia. Sie sind nicht die einzigen, die in Gefahr schweben. Ein im Nachgang eines Krieges geschmiedeter Pakt ist zerbrechlich. Allzu zerbrechlich. Vergesst nie die Gewalt, die meinesgleichen in unserer Geschichte angetan wurde. Und behandelt sie gut, während ihr am Ufer des Flusses wandelt. Vielen Dank für die Warnung. Meine Brüder sind sicher. Und überall in den Aschlanden sprießt Hoffnung. Ich gehe nun flussabwärts, um in den Strömen von Aetherius zu schwimmen. Seid sicher auf all euren Wegen, Reisender. Und vergesst nicht, den Ohren zu waschen und die Achseln. Wenn du da auch schwimmen möchtest. So. Als erstes, glaube ich, hole ich mir den Wegschrein. Den Schrein aktiviere ich erstmal. Wenn er jetzt nicht doch zu weit weg ist. Noch eine miese Quest. Ja, komm, noch die Quest gleich noch. Die Herzen der Dunmer sind so trocken. Fremder. Ja, ja, komm. Das ist weil hier. Er die sturste Kreatur ist. Wir werden erraten, was wir tun müssen, weil ich habe keinen Bock mehr, alles anzuhören. Das soll ja Stunden. Wo ist denn dieser schwule Wegschrein? Aus. 6 muss ich davon finden.
Wo ist dieser Wegschrein hin? Hallo. Ach hier. Oh, leck mich fett. Das war ja wieder was jetzt. Hier haben wir auch noch zwei von den Typen. Alles, was ich habe, gebe ich euch. Und macht halt. Sehr schön. Was haben wir hier? Eisengürtel der Magiker. Ja, erhöht meine Magiker. Aber der gleiche, sonst das gleiche wie ich auch den Gürtel, den ich gemacht habe. Das ist kein Problem. Zack. 4 von 6. Zack, zack. Und weg mit dir. 5 von 6, komm, ist ein Vieh noch und dann. Da haben wir es auch. Kann ich jetzt zurückgehen? Ran auf den Meter. Und weg. So. Sprecht mit weiche Schuppe. Ah, ich will den noch nicht weg. Ich will erst hinten. Kommt. Wir machen das Ritual erstmal fertig. Bevor wir jetzt hier groß weiterziehen. De. Dann ist hier oben. Schön die nächste Quest. Oh, finde ich gut. Solange es was zu tun gibt. Wo ist diese verdammte Echse? Ich erinnere mich daran, dass ich hier. Ja, komm, wir nehmen die einfach an. Hab dann. Das ist richtig. Sie sind alle gesund. Das Schicksal eines Freundes. Ja, werden wir uns später darum kümmern. Wie weit ist der Wegschrein da entfernt? Ah, da können wir auch kurz schnell noch hingelaufen. Zu dem Wegschrein, die vielleicht einfach auf dem Radar erspähe. So, das ist zu weit weg. Aber ich weiß nicht, wie tief es auch runter geht jetzt. Ach, nicht allzu tief. Nein. Haut ab. Kommen wir jetzt hierher? Ah, oh, die Viecher kommen hierher. Und die sind unverwundbar, was das Feuer angeht. Das gibt's ja nicht. Noch jedes Gesicht da. Das kann der woanders hin, nur ich glaube, ich bin ja. Diejenigen, die den Sternbild des Fürsten sehen, der stehen, erhalten die folgenden: erhöht die physische Resistenz. Ja, gut, ja, Segen. Besser als ohne Segen umzulaufen. Muss ja ein bisschen mehr Schaden einstecken mit physischer Resistenz oder wie oder was. Würde ich logisch finden, ne? Mal Jute eingepackt. Mitgenommen die Jute-Fasern. Ach, hier ist schon das Ritual. Ihr seid gekommen. Natürlich. Also lasst bei euren Knochen befehle ich es euch. Gebt uns, ihr Geister. Ihr habt nicht die Macht, mir etwas zu befehlen. Was willst du? Ich mach ihn nieder, General. General. Und nochmal. Dann zack, dann zack, dann zack. Komm her, du. Ist was Schönes? Ja, wieder so ein Frostschwulenstab. Meine Güte, will ich nicht. Vivek, führe uns. Sein Schrei. So viel Schmerz. Ist es vollbracht? Das Ritual ist vollendet. Der Zauberspruch meines Bruders hat sie dazu verdammt, Davons Wacht zu beschützen. Es hat funktioniert. Aber das war Nekromantie der schwärzesten Sorte. Mein Bruder, es war seine Schuld. Und ich, Svit, habe ihm auch noch geholfen. Was meint ihr? Nekromantie. Er hat mich durch eine List dazu gebracht, Molag Baals Willen zu befolgen. Mir war klar, dass seine Studien zu weit gingen.
Da steckt bestimmt dieser Magierzirkel dahinter, in dem er verkehrt hat. Magierzirkel? Er dachte, ich wüsste nicht Bescheid. Widerwärtige Gestalten von der Magiergilde ausgeschlossen. Ich wollte die Wahrheit herausfinden. Ihr solltet Nachforschungen anstellen. Sie versammeln sich in einer Höhle nahe des südlichen Lagers. Ich werde sehen, was ich herausfinden kann. Okay. Na gut. Jetzt werden wir uns erstmal mal dem widmen, oder? Außer gleich in der Nähe. Werden wir vielleicht doch noch mal schnell da aufräumen. Ah, dann gehen wir schnell hier in die Höhle. Komm. Oh, 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 oh. Betretet die Höhle. Findet den Höhleneingang. So, jetzt räumen wir hier nochmal auf. Tun was Interessantes. Komm her, du Lump. Lauf weg. Komm, ich spinne. Letzte Hemd genommen. Regal immer durchlesen. Bis da. Und zack, schwere Rüstung nochmal ein Level höher. Jetzt muss ich seinen Bruder kalt machen. Und weg mit dir. Sein Wunsch ist mir Befehl. Wo ist er? Ein Streitkolben des Meisters. Klasse Streitkolben. Da war es doch schon wieder weg, du Lump. So. Okay, sprich mit Fiungungi. Fuunri. Mache ich. Quatsch ich mit dem Quatschkopf. Mit dem alten blöden Quatschkopf. 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 Quatsch, 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 Quatschkopf. Quatschkopf. So, und da sind wir auch wieder draußen. Steht gleich hier vorne, wie praktisch. Tut mir leid, aber ich muss deinen Bruder kalt machen. Zum Gruße. Mir gefällt euer Gesichtsausdruck nicht. Was habt ihr in der Höhle gefunden? Er war Teil des Kults der Soldaten, das Pakt opfert. Hier ist das Ritualbuch. Unsere eigenen Leute opfern. Diese Abscheulichkeit muss aufhören. Die Kommandanten in Davons Wacht müssen das sofort sehen. Und ich muss ihnen von Giron erzählen. Ultimative Fähigkeit. Ihr könnt eins. Ultimative Fähigkeiten. Ultimative Sinn, Zerstörer, Machten. Achso, die. Ja, klar. Das kenne ich schon. Ja, die kenne ich. So, haben wir jetzt hier noch was in der Nähe? Ich würde sagen, ich laufe hier einmal so lang. Entdecke das da hinten. Da oben das. Und vielleicht komme ich dann auch gleich nochmal locker an die Himmelsscherbe. Was glaube ich eher nicht. So, kurz mal die Mine entdeckt. Aber da gucke ich später mal rein. Oder? Ja, da gucke ich später rein. Hau ab, du Heslon. So, dann hier hochgelaufen. Verfolgt mich jetzt hier alles? Ich spinne hier Lumpensäcke. Könnte Hilfe gebrauchen. Achso, das ist noch gemein. Ach, das sind hier Marik. Stenda sei Dank. So die göttlich. Hier. Ja, 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 ja. Gesuchte. Jetzt ist eine Nachricht. Hier ist eine Leiche. Oh, ein Drehmer-Zahnrad, klasse.
für das? Ach so. Hört auf, euch einzumischen, Abschaum. Diese rotwardonische Seele wird den Mordturm wie Vikus antreiben. Aha. Es gibt nichts, was ihr dagegen tun könnt. Monde, was war das? Diese Vision. Eine Dremora, die über Merrick spricht. Warum würde sie meinen glücklosen Gefährten wollen? Wer war das? Elef hat keine Ahnung, wer sie auch ist. Sie ist keine Freundin der Gilde oder von Merrick. Sie ist hinter seiner Seele her, hat sie gesagt. So scheint es. Diese kann sich den Wert einer solchen Sache nicht vorstellen. Ich breche sofort auf. Yeah. Fährt so schnell wie möglich nach Davons Wacht zurück, Kamerad. Sieht alle Farben, muss davon erfahren. Ja, aber vorher hole ich mir nur die Himmelsscherbe. Und dann kehre ich nach Davons Wacht zurück. Ist hier nicht noch ein bisschen Jut oder Eisen? Ja, noch Eisen. Und hinten sehe ich auch schon die Himmelsscherbe. Was sehen meine entzündeten Augen? Da. Himmelsscherbe. Hütte. So, an der Stelle mache ich jetzt einen kleinen Cut und wir sehen uns beim nächsten Mal zu Elder Scrolls Online. Tschüssen.